Das Ziel ist eindeutig. Wir wollen klare Nummer 1 werden und eine tragfähige Regierung bilden, sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der nach der Wahl am 23. April seine dritte Amtszeit antreten könnte. Auf einen Prozentwert wolle er sich jedoch nicht festlegen, betont der 66-Jährige. Plänen im Laufe der kommenden Legislaturperiode an einen Nachfolger zu übergeben, erteilte eine Absage. Ich habe vor, die vollen 5 Jahre zu bleiben. Sein Einstieg in die Politik erfolgte im Jahr 2004 als Landeshauptmann-Stellvertreter von Salzburg. Ab 2004 war er auch ÖVP-Landesparteiobmann. Seit 2013 ist er Landeshauptmann. Gestern zum Landeshauptmann von Salzburg gewählt. Und aufgrund der einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfassung sind Sie vor Antritt Ihres Amtes vom Bundespräsidenten anzugeloben. Vor seiner politischen Laufbahn war er als Rechtsanwalt tätig. Sein Lieblingsessen sind die altbewährten Schinkenfleckerl und seine schlechteste Angewohnheit ist die Ungeduld. Die starken Verluste der amtierenden Landeshauptleute bei den jüngsten Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten seien der schwierigen Ausgangslage geschuldet. Es gibt eine diffuse Proteststimmung mit hoher Inflation, hohen Zinsen und einem Krieg, den keiner für möglich gehalten hat. In so einer Situation herrscht viel Unsicherheit, Angst und Sorge. Ich führe das auf eine diffuse Protesthaltung und Unzufriedenheit zurück. Und die Frage ist, was sind die Ursachen dieser Unzufriedenheit? Ich glaube, das ist sehr viel an Zukunftsangst, an Verunsicherung. Wir leben nach einer sehr schwierigen Zeit für Österreich in der Pandemie, jetzt mit Krieg, jetzt Entwicklungen, an die man nicht mehr gewöhnt ist, Inflation, steigende Zinsen, eine verwirrende Vielfalt an Medien, an Möglichkeiten. Nehmen Sie Social Media, du findest für alles auch widersprechende Rechtfertigungen. Die Performance der Salzburger Landesregierung in den vergangenen 5 Jahren sei nicht so schlecht gewesen. Haslauer verteidigt auch sein Vorgehen während der Pandemie. Es ging darum, Schaden von der Bevölkerung abzuhalten. Wir hatten am Anfang überlastete Intensivstationen und es mussten Entscheidungen getroffen werden. Wie sein Parteikollege Bundeskanzler Karl Nehammer halte er es für wichtig, die Gräben nach Corona zu schließen, so Haslauer. Koalitionsansagen meidet der Salzburger ÖVP-Chef. Am liebsten wäre mir, wenn wir mehrere Varianten und Möglichkeiten hätten und dann aus verschiedenen Möglichkeiten wirklich den besten Weg für Salzburg auswählen können. Mit wem eine Zusammenarbeit nach der Wahl möglich sei, hänge letztlich von den Stärkeverhältnissen, einem Sachprogramm, auf das man sich einigen kann, und den Personen ab. Reformbedarf bestehe auch bei der Wohnbauförderung. Ein Scheitern des bisherigen Modells sieht der ÖVP-Chef hier aber nicht. Eine Kursumkehr hat Haslauer beim Thema Windkraft vollzogen. 2018 meinte er noch, Salzburg sei für ihn auch ohne Windräder vollständig. Nun hält er den Bau von bis zu 25 Windrädern in den kommenden Jahren für realistisch. Haslauer stellt sich auch hinter des Bundeskanzlers Nein zum Verbrenner aus. Parallel will der Landeshauptmann die geplante Regionalstadtbahn Essling vorantreiben. Eine Bürgerbefragung zum bis zu 3 Milliarden Euro teuren Projekt sehe er jedoch skeptisch.